wir sind im Hotel für Jahreszeiten und jetzt gleich beginnt unsere Jahresauftaktveranstaltung. Es ist eine persönliche Veranstaltung. Wir freuen uns sehr und ich freue mich ganz besonders. Und wen hätte ich besser einladen können als Bundespräsident Christian Wulff? Herzlich willkommen, Herr Bundespräsident. Schön, dass Sie heute gekommen sind und Sie sprechen heute zu einem sehr wichtigen Thema, gerade in diesen Zeiten. Vielen Dank für die Einladung. Ich denke tatsächlich, dass Unternehmerinnen, dass überhaupt die Frauen einen viel größeren Einfluss nehmen müssen auf politische Diskussionen. Und wir alle sind gefordert, uns für die wehrhafte Demokratie stärker zu engagieren, für die liberale, offene Gesellschaft stärker einzutreten. Und mich hat natürlich inspiriert, so manches aus den letzten Monaten über das Thema Liebe und Hass zu reden. Sehr konträre Punkte. Florian Illies hat ja darauf hingewiesen, Liebe in Zeiten des Hasses, wie sich das 1929 bis 1939 in Deutschland zugetragen hat und dass sich das nie wiederholen darf. Und wir erleben jetzt aber aktuell, dass es viele gibt, die doch hasserfüllter, als wir das vor 10 Jahren kannten, im Netz und andernorts unterwegs sind. Und das werden wir überwinden. Ja. Auch auf der Straße, auch quer durch Familien, Freundeskreise, Nachbarschaften wird es offenkundig schwieriger, über bestimmte Themen zu diskutieren, sich auszutauschen, weil so jeder in seiner Echokammer steckt. Und deswegen ist das Thema Zusammenhalt der Gesellschaft eines der wirklich wichtigen Themen, den zu erhalten. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich gleich und viele, viele andere freuen sich auf den Vortrag. Und es wird bestimmt ein großartiger Abend und und gleich geht's los. Vielen Dank, dass Sie da sind. Vielen Dank und jetzt legen Sie die Messlatte nicht zu hoch. Wir müssen da noch drüber kommen. Genau, am nächsten Mal dann.